So, heute ein Film, wo man sieht, wie man den Maxi-Cosi Tobi und andere Modelle wahrscheinlich ähnlich wieder zusammensetzt, nachdem die Bezüge in der Waschmaschine waren. Wir haben sogar hier diese Styroporteile rausgemacht, damit man das sauber fegen kann. Die kommen dann nachträglich, werden die dann so wieder eingesetzt hier. Und hier diese Teile kommen hier an die Seite des Sitzes. Jetzt machen wir uns aber mal an den Bezug. Man fängt an mit der Kopfstütze. So, das ist das Kopfteil. Dieses Kopfteil kommt hier oben dran. Damit fängt man an, indem man, komm mal her, Nana, indem man hier das an einer Seite erstmal dran setzt und dann hier, füll mal hier oben rein. Da popelt man das dann dazwischen. Hier, guck, da. So, dass das Graue wieder rausschaut, okay? Wichtig ist, dass man den Bezug hier darüber zieht, okay? So, jetzt haben wir den Bezug auf der einen Seite hier raus, rüber gemacht. Film mal hier hin, Anna. Gut, und jetzt der Gurt kommt hier raus. Was wichtig ist, unterhalb des Gurtes, da sind noch so schwarze Schlaufen. Die benutzen wir später. Ja, dran denken. Jetzt machen wir erstmal den gesamten Bezug weiter. Okay, wichtig ist, dass es jetzt so aussieht und das ist noch nicht fest, aber hier diese Teile, das muss rausgezogen werden, so und so und so. Gut. Jetzt macht man das hier mit den Gummistreifen, hier mit den Gummibändern einfach hier hinten fest und das Ganze auf der anderen Seite auch. Okay, jetzt kommen wir zu den Polstern für den Außengurt hier. Ganz klar, die machen wir auf, so. Jetzt ist eine Sache wichtig, nämlich dass wir hier diese Haken da einhängen in die Öse einmal und diese Federn hier in die Schlaufe reinschieben. Das dauert jetzt ein bisschen, ihr müsst kurz Geduld haben. So. So. Und jetzt kann man den Gurt hier durchführen. So. Und dann mit dem Klettverschluss und den Druckknöpfen zumachen. So, gut, fertig. Und das macht man mit der anderen Seite genauso. Pause. Fertig? Ja. Okay, jetzt kommen wir zum eigentlich schwierigsten Teil, nämlich dem Bezug als Ganzes. Und da fangen wir an mit dem Kopfteil wieder, hier mit dem Plastik. Das schieben wir komplett hier einmal oben drüber, so. Jetzt geht es weiter. Wichtig ist dann hier, dass man eigentlich entlang dieser Linie, also man fängt dann an, hier das dazwischen zu schieben, unter diesen Verschlüssen und dann sieht man ja hier diese Linie, da zieht man jetzt den Bezug komplett ein. So. So. So, und das macht man, bis es komplett ganz rund ist, rundherum geschehen ist. Hier das Plastik geht manchmal ab, da kann man das dann anhand der Verschlüsse wieder einrasten lassen. So. So, eine Sache, die noch wichtig ist, schaut mal hier. Hier oben dieses Plastikteil, komm mal näher, Nala. Komm mal näher ran. Hier siehst du das Plastikteil. Das muss hier in dieses da reingeschoben werden. Und dann anhand dessen fängt man an, das hier rumzuziehen. So. Okay, kannst Pause machen. So, wichtig ist das Kopfteil, das kommt natürlich, das schiebt man alles hinter den Bezug. So. So. Und kannst wieder Pause drücken. Aber ich habe schon die Teile. Okay, geht los. So, guck, geh mal aus dem Bild. So, was wie eine Unla. So, gut. Hier, was wie eine unlösbare Aufgabe aussah am Anfang, ist jetzt schon fast fertig. Jetzt haben wir noch, was ich vergessen hatte, waren übrigens die Polster an der unteren Seite des Gurtes. Das ist nämlich hier. Hier hat man das gleiche System wieder. Also, das heißt, reinschieben in den Gurt. So. Und dann mit dem Klettverschluss hier fixieren und einfach festmachen. So, und das auf beiden Seiten. Kurz Pause machen. Leicht. Okay.
Was hier jetzt noch runterhängt, ist die Rückseite. Die Seitenpolster sind jetzt auch dran auf beiden Seiten. Und jetzt machen wir einfach das Rückpolster hier mit dem Klettverschluss und dem Druckknopf fest. Genauso auf der anderen Seite. So, so, so. Den Sitz müssen wir noch hier so durchmachen. Und wenn das passiert ist, dann ist der Sitz fertig.